Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Deponia. Und ich wollte eben halt sagen, dass ich mittlerweile weiß, dass uns eben halt ein paar Sachen eben halt fehlen. Und dazu müssen wir erstmal wieder zu Wenzel ins Badezimmer. Den Schwamm eben halt mitnehmen und dann eben halt nochmal zu Tonis Hütte. Um eben halt zwei Sachen eben halt zu machen. So, hier Tonis Hütte. Weil ich habe noch einen Blindgänger übersehen. Hier möchte ich den Schwamm erstmal nass machen. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Ja, ich weiß, aber du musst eben halt mal über deinen Schatten springen. Eben halt nicht den Müll rauszubringen. Oder eben halt, Dinge dieser Art. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Eben. Ich schaff's doch auch immer wieder. Eben. Siehst du, wenn unser großer Anwesenheitskünstler Rufus das schon kann, dann kannst du es doch auch. So, danach haben wir Schwarzpulver. Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. Yeah. So, und danach können wir unseren Autoschlüssel einfordern. So, zack. Dorfkern. Und danach können wir erstmal zu Tonis laden. Dann noch Schwarzpulver reinhauen. Eine Prise Schwarzpulver. In die Gasse. So, nein. Station, die Feuerleiter runter. Ach Quatsch. Doch, die Feuer... Ja, was mache ich denn hier? Muss das wirklich sein? Sprengt mir den Schatten. Komm. Windschutzscheibe. Jetzt können wir mal ins Auto reingucken. Vielleicht finden wir da Hinweise auf den Besitzer. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipuh. Dämlicher Name. ja, dämlicher Name. Wer nennt sich denn schon... wer lässt sich denn schon gern Schnutzipuh nennen? Sollte er nicht eigentlich die Rohrleitungen instand halten und Mülllawinen wegschaufeln? Fauler Sack. Ja. Nicht fauler als du, Rufus. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Genau. Wegen des Schlüssels. Noch. Wie war noch? So, ich trinke mal Schnutzipuh. Schnutzipuh. Schnutzipuh? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipuh. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Pink. Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ich bin schwer von hier wegzukommen. Ich liebe das Ballett. Ich höre gern Musik. Ich lese viel. Lass mich in Ruhe. Natürlich liebe ich das Ballett. Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipuh. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Wie liest du deine Bücher, Hanek? Naja, auf jeden Fall gehen wir nochmal zur Notfallstation. Und danach möchte ich, nein. Feuerwehrmann war doch schon richtig. So, und jetzt können wir es mal hier rein tun und dann passieren sehr viele tolle Dinge.
Strike! Yes. Die Verbrechensrate hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. So ungefähr seit meinem 18. Geburtstag. Zum Glück ist dafür die Jugendkriminalität nahezu komplett verschwunden. Komisch, Freund, dass du liegst. Nein. Ja, genau. Und jetzt machen wir ein Rodeo auf der Tiere Speziales. Da besteht keine Fluchtgefahr. Was? Aber du sollst dich doch anketten. Da besteht keine Fluchtgefahr. Junge. Stier. Da besteht keine Fluchtgefahr. Na gut. Plan B. Ich hab vor... Nein. Okay. Verstehe. Gut, dann rollen wir die ganze Sache mal von hinten auf. Geht doch auch. So, und jetzt wieder in die Notfallstation. Was für ein unnötiges Hin und Her. So, und jetzt können wir den Hebel nach unten legen. Nein. Nach oben. Mich interessiert nur der Medizinschrank. Yeah! Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Ja, genauso wie du es solltest. Na gut, dann. Soll das Kaffeepulver nicht besonders aufputschend sein? Ach so, das Kaffeepulver. Ja, dann, müssen wir eben halt nochmal runter. Ja. Der wird sich auch wundern. Sag mal, haben wir nicht den Autoschlüssel bekommen von Hanik? Achso, hier ist er doch. So, dann können wir an die Batterie, weil wir haben ja gehört, dass die Batterie ja besonders belebend sein soll. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Ja. So viel Power in so einer Shortcut. Was für eine Verschwendung. Und was, wenn wir die nicht nutzen würden? Denn wir haben ja einen Bohrer. Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Das ist nicht perfekt, das ist krank. Yeah. So. Haha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Also Kinderchen, wenn ihr mal eben halt euren Eltern eine Freude machen wollt und einen extrem starken Kaffee brauen sollt, bohrt mal die Batterie eben halt von eurem Auto auf. Nein, bitte macht das nicht. Ausdrückliche Warnung. Ja. Ich würde das nie im Leben trinken wollen. So, danach können wir schon mal das Pulver malen.
Sag mal, können wir eigentlich, Es schlägt nicht drauf an. Habe ich das Gas etwa falsch dosiert? Ach was, ich weiß schon, was ich tue. Ja. Ich quäle keine Tiere und... Ich dachte, Tetanus könnte man... Aufputschmittel. Ja, dann indem wir mal das Pulver... Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Der killt nicht die Jungfrau. Der tötet alles in der Umgebung von 3000 Metern. Schlimmer als eine Atomexplosion. Glaub's mir. So. Das Pulver habe ich schon mal. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch das Wasser. Beziehungsweise Stierblut. Ich habe noch da eine Idee. Wir gehen mal zum Stier und wenden die Spritze an. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Puh, Kinderspiel. Warum setzt dich auch drauf, du Idiot? Hast du wenigstens das Blut? Stierblut? Check. Ja. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Ja. Oh Gott, wir kommen. Wir kriegen dich schon wach. Das ist doch... Da ist es schwieriger, diesen verdammten Papageien aufzuwecken. So. Ach du Scheiße. Ab in den Tank damit. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ja, ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Was? Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espressoversum! Au, oh, Back! Oh nein! Mehr Druck! Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Oh, ich liebe die Szene. Aua. Errungenschaft freigeschaltet. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Oh, sie ist geil. Ach ja. Oh, ich liebe die Szene einfach. Die ist einfach... Oh. Der arme Lonzo. Ohne mich wird er... Ja. Du, Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Ah, weißt du, ist grad schlecht. Ich komm später, okay? Ja, ich hab da, also, tschüss.
schnell weg hier. Oh, ich liebe diese. Achso, war mal. Haben wir den Espresso eingesteckt? Ja, den Espresso haben wir eingesteckt. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Ich hab einen Kaffee mal tausend. Was kann ich noch gleich... Nee, es sei... Ja? Ich will einen... Ich also. Doch. Okay. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. So, dann wollen wir... ihr das Gebräu mal einflößen. Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha. Gewonnen. Mist. Okay, dann legen wir mal ein Feuer ab. Wer nicht hören möchte, dass wir sie behandeln, der muss eben halt fühlen. Was riecht denn hier so komisch? Oh, Feuer! Das Rathaus brennt! Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Es ist ein Feuer und Rufus ist in der Nähe. Hat wirklich niemand den Verdacht gehabt, dass er dafür zuständig sein könnte? Und hätte sein Periskop liegen lassen. Na endlich! Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Hä? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Vielleicht können wir mal... Oh. Aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Na, ich finde den Spruch so cool. Das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Gleich geschafft. Oh, ich muss ja nur noch sicher gehen, dass auch kein Tropfen verloren geht. Eben. Oh Gott, möchtest du das mit einem Trichter einführen? Oh Gott, nein. Nein! Oh! Rufus! Das gibt's doch nicht. Ich. Was? Wo? Wer war das? Ich war das. Rufus? Alles okay bei dir? Puh.
Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Ja, danke. Das bin ich ja als Retter, also das sollte ich ihm halt schon als Retter gestattet werden. Ne? Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse, bisse, bisse. Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Ganz bescheiden. Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Och komm, das war witzig. Weil... Ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? Nein, war es nicht. Hallo? Jemand zu Hause? Haus, 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 Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Komm zu dir. Komm zu dir. Sup, sup, sup. Kartoffelsup. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Oh. Ritzel, Fitzel, Britzel? Nimmel, Fremzel. Hugel, Wugel. Hugel, Wugel? Basel, Fasel, nimm, nimm, nimm. Mammel, Franz? Bimfidi, Bum, Klopp, Klopp. Ach, das ist schön. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plemplem. Plem, klem, tatteretet. Was hab ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium. Wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium, ja. Du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh, du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zu kommen. Ach, Rufus. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ganz spannend, ran, drauf, auf, ab, papalapa, kuckuck. Aber... Abakadabra, palabra, palabra. Das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Ach, Rufus. Einfach nach der Belohnung zu fragen. Ich weiß, es ist... eben halt, er soll eben halt Nase sein, aber man weiß eben halt durch das ganze Spiel, dass er eben halt ein gutes Herz hat. Aber ich meine dann trotzdem so nach der Belohnung zu fragen. Es passt zu seinem Charakter, aber, ach, Mann. Warum? Du hättest einfach einen Gefallen tun können.
Ja, das bin ich wiederum an der Stelle. Ich meine, für jede Tat, die immer Ruf begeht, fühle ich mich irgendwie mitverantwortlich, weil ich ihn ja scheuere, quasi. Naja, bevor ich eben halt hier nochmal einen tieferen Monolog habe, wenden wir uns doch lieber der lustigen Seite zu. Na gut, dann wollen wir mal Cletus kontaktieren und vielleicht funktioniert ja jetzt ihre Notfallsäule, ich weiß nicht. Wenn die Bürger von... So, ich habe das jetzt einfach nur genommen, um eben halt das abzukürzen. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden. Ja, Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Rufus? Ja? Gehen Sie bitte umgehend aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Aber es geht hier um meine Rechte als Ex-Freund. Ich... Oh, ich hasse telefonieren. Warum ist er denn schon gestresst genug? Das dürfte er eigentlich gar nicht, noch nicht sein. Aus Gründen, die ihr nachher sehen würdet, genau. Haben wir eigentlich noch unsere... Ja, die haben wir noch. Vor allem, wie kriegen wir eigentlich... Hey, du! Aufwachen! Geht doch, Schnarchschnabel. Wir haben ihn wachgekriegt. Na gut, dann schenken wir auch mal Toni diesen Papageien vielleicht würzigere Freunde. Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nichts kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow. Er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderes zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni. Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Raus. Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ah! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehen. Ach, Dieter. Ach, ich liebe diese Dialoge einfach. Die sind so geil. Das ist ja auch immer schon das, was ich am Monkey Island einfach so liebe, diese Dialoge. Wobei natürlich hier die in Deponia sehr viel frecher sind. Aber ein Papagei macht kaum Dreck. Da kenne ich aber was anderes. Naja. Na gut, gehen wir nochmal ins Rathaus. Warte mal, hast du eigentlich nochmal was Neues zu sagen? Lotti? Karotti? Hallo, Lotti! Du schon wieder? Von wo aus kann ich ein Funkgespräch führen? Da sprichst du am besten mit dem Telefonisten. Der arbeitet in der Post. Aber die Post ist geschlossen. Tja... Dann kannst du dir die Idee wohl in die Haare spielen. Ach, schön. Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch. Ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Gut, dann nehmen wir nochmal hin. Ich sagte... Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist.